Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Reden wir heute über Relegationsspiel HSV KSC, Relegationsspiel Holstein Kiel TSV 1860 München und natürlich über das großartige Pokalfinale heute Abend, der BVB gegen Wolfsburg. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Spiel von gestern an. Blöderweise habe ich es nicht gesehen, das war merkwürdig. Wie soll ich sagen? Meine Freundin war da und wir haben dann so ein bisschen durch die Kanäle gesappt und ich habe einfach nicht dran gedacht, dass er Fußball läuft, nicht er Fußball schalten sollte, sondern habe so durchgesappt, bin dahin geblieben. Dann irgendwann war ich, glaube ich, auf dem NDR und auf dem NDR kam halt das Spiel und ja, da habe ich dann gesehen, oh, 61. Minute 0-0, da dachte ich mir, oh mein Gott, 61. Minute, also quasi alles verpasst, inklusive Halbzeit. Und dann habe ich mir noch ein paar Minuten angeguckt und habe gemerkt, das Spiel ist zwar langweilig und die ganze Zeit nur irgendwelche dummen Fouls. Dann hatte ich dann auch keinen Bock mehr, weil ich halt den ganzen Anfang verpasst hatte. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht über das Spiel berichten, was ich erlebt habe, weil ich habe nichts erlebt von dem Spiel. Aber wir können uns natürlich mal anschauen, was hier Bundesliga.de dazu sagt. Also in der ersten Hälfte ist zumindest erstmal nichts passiert, außer einer gelben Karte für Dominik Stahl von München. Dann in der zweiten Hälfte noch eine gelbe Karte für Stahl. Für München, und zwar Rubin Okotie. Dann noch eine gelbe Karte für Mikkel Wendelbo von Kiel und eine gelbe Karte von Maximilian Wittek in der 89. für München. Also ich habe irgendwas gelesen, von wegen 34 Fouls haben die Münchner begangen und haben es kämpferisch geschafft, ein 0-0 zu halten. Das klang mir eher so, als wenn Kiel die bessere Mannschaft war. Und es ist halt schon traurig, als Zweitligist dann nicht mal das eine wichtige Auswärtstor zu schießen. Wie gesagt, wenn jetzt Kiel im Rückspiel in München ein 1-0 schafft, dann muss ja schon 1860 München aufgrund der Auswärtsregel zwei Tore schießen. Ein Tor würde dann gar nicht reichen, um in die Verlängerung zu kommen. Generell gibt es dann keine Verlängerung mehr. Ja, ich bin natürlich enttäuscht von München, auch wenn ich das Spiel nicht gesehen habe. Das Fazit zu dem Spiel lautet wie folgt. In einem über weite Strecken 10 Spiel trennen sich Holstein Kiel und 1860 München völlig verdient mit 0-0. Beiden Mannschaften war der Druck der Relegation anzumerken. Die Fehlerquote war teils enorm hoch. Wenn was ging, dann nur über Standards oder Konterchancen. Im Rückspiel am kommenden Dienstag 20 Uhr im Live-Ticker, bla bla bla. Ist also noch alles drin bis dahin. Und mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen, aber wir haben anscheinend auch nichts verpasst. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Bundesliga. Da habe ich das Spiel gesehen. HSV gegen KSC, Karlsruher Sportclub. Und da muss man sagen, wie ich es ja schon im Vorbericht gesagt habe, beziehungsweise im Vorbericht zum Hinspiel. Mir fällt gerade ein, wir müssen ja auch noch über die Rückrunde, also über das Rückspiel reden. Ich mache ja nicht noch ein Video. Ja, also da ich, wie gesagt, Kiel und München nicht beobachtet habe, kann ich zum Rückspiel gar nicht sagen, wer da die besseren Chancen hat. Da 1860 München zu Hause spielt und Kiel zu Hause ja auch nichts gerissen hat, würde ich jetzt eine leichte Favorisierung München zuschreiben, weil man zu Hause meistens besser spielt als auswärts. Und wenn sie auswärts halt schon das Unentschieden gehalten haben und Kiel zu Hause nur ein Unentschieden geschafft hat, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass München da die favorisierte Mannschaft ist, wenn sie zu Hause spielen. Wie gesagt, ich würde es den Münchnern gönnen, weil ich einfach so vom Gefühl her sagen, München, 860 München gehört eigentlich in die erste Liga und nicht in die dritte. Moment. Glückwunsch, ihr seid gerade eben, ihr seid gerade eben eines fast schon Wunders Teil geworden, weil wenn ich niese, dann im Normalfall mindestens zweimal und nicht nur einmal. Und ich habe nur einmal genießt, deswegen ist es schon ein kleines Wunder. Eigentlich niese ich immer zweimal nacheinander, warum weiß ich auch nicht. Ist aber so. Und ja, weil ich halt der Meinung bin, dass 1860 München gefühlt in die erste Liga gehört, sollten sie logischerweise nicht in die dritte absteigen. Kommen wir jetzt aber zu Hamburg gegen KSC. Das Spiel ging 1-1 aus, da kann ich aber ganz klar sagen, Kiel war die bessere Mannschaft. Kiel hätte hier
gewinnen müssen. Kiel hatte die Chancen, hier 2-3-0 in Führung zu gehen. Sie hatten kurz nacheinander zwei krasse Lattentreffer. Und wie ich halt schon vorher gesagt habe, der Pokergott scheint ein Hamburger zu sein und scheint keinen Bock zu haben, dass der HSV absteigt. Sie haben wieder mehr oder weniger glücklich ein 1-1 geschafft. Dieses Mal eben zu Hause, das heißt, ein 0-0 würde nicht reichen auswärts, sondern würde dem KSC zum Sieg, also zum Aufstieg führen. Deswegen müssen sie im Endeffekt mindestens ein Tor schießen, damit sie dann bei einem 1-1 auswärts in die Verlängerung gehen. Sollten sie zwei Tore schießen, dann kann es keine Verlängerung geben, weil dann der HSV mehr Auswärtstore hat. Ja, sehr interessant. Der KSC ging ziemlich schnell in Führung in der vierten Minute durch Ruben Hennings. Da habe ich mich schon gefragt, what the fuck ist wieder los mit Hamburg? Dann hat eigentlich fast nur Karlsruhe gespielt und Hamburg definitiv die schlechtere Mannschaft. Ich hätte, also mein Gefühl war schon, okay, der KSC schafft es wieder nicht, noch ein zweites Tor zu machen. Die drücken zwar und die haben zwei Lattentreffer, aber so wird es aus, es wird auf Garantie wieder Hamburg am Ende des Spiels einen glücklichen Ausgleich schaffen. Es war zwar nicht direkt das Ende, aber Ivo Ilicevic hat, glaube ich, sein erstes Saisontor geschossen in der 73. Minute. Das ist schon, ja, es war gut gespielt, muss man sagen. Es war ein schönes Tor im Endeffekt gegenüber die Außen. Und ich weiß gar nicht, mit wem er da im Doppelpass war. Und zwar, der KSC kann einen harmlosen Angriff des HSV nicht sauber klären. Ilicevic spielt einen klugen Doppelpass mit Dennis Diekmeyer genau rechts über die Außen mit Dennis Diekmeyer, der also Ilicevic raus auf den rechten Spieler Diekmeyer, der am Strafraum rechts irgendwo rumgelungert hat, und dann spielt halt Diekmeyer direkt wieder rein in den Strafraum flach auf Ilicevic und der schafft es irgendwie mit einem nicht wirklich sehr krassen Schuss ins lange Eck zu schießen. Vielleicht hätte ihn sogar der Thomann halten können vom KSC, hat er aber auf jeden Fall nicht. Und ja, da stand es dann plötzlich 1-1 und danach ist auch nicht mehr so viel passiert, meiner Meinung nach. Kein Sieger im Hinspiel der Relegation, Hochspannung im Rückspiel. Der Hamburger SV erkämpft sich mit Glück und Geschick ein Remis. Nachdem der KSC im zweiten Durchgang zunächst weiter gut verteidigte und bei zwei Lattenschüssen binnen 10 Sekunden großes Pech hatte, kamen die Hamburger nach und nach mit viel Einsatz etwas besser in die Partie und wurden noch mit dem 1-1 durch den Steigen Ivo Ilicevic belohnen. Damit ist für das Rückspiel am kommenden Montag, das wir ab 18 Uhr blablabla begleiten, alles offen. Morgen geht es aber erst einmal, ja genau, nochmal. Das war dann halt Relegation Kiel gegen 1860. Ja, sie haben jetzt zwar nicht geschrieben, dass ja Kiel die klar bessere, dass sie, ach, was heißt mal Kiel, das ist blöd, weil KSC und Kiel, fangen beide mit K an. Die haben jetzt zwar hier in dem Fazit nicht geschrieben, dass Karlsruhe die deutlich bessere Mannschaft war, aber das war auf jeden Fall so. Ich denke, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird es genauso sehen. Im Endeffekt habe ich mich wieder gefreut für den HSV. Ich kann es wiederholen. Ich bin nicht der Meinung, dass sie es verdient haben, in der Liga zu bleiben, aber ich freue mich halt trotzdem, wenn sie in der Liga bleiben. Ist halt einfach so. Und der KSC hätte es verdient gehabt zu gewinnen. Ganz ehrlich, nachdem das wieder 1-1 ausging und der HSV wieder so viel Glück hatte, bin ich der Meinung, dass der HSV ist. Also, ich bin heute früh aufgewacht, lag noch so bei mir auf meiner Matratze und hatte das Gefühl, diesen Reporter schon zu hören, wie das Spiel abgepfiffen wird, und er sagt, der HSV schafft es wieder mal, die Klasse zu halten, vielleicht nicht ganz verdient oder vielleicht sagt es sogar unverdienterweise, aber der HSV schafft es, gegen den KSC die Klasse zu halten. HSV gewinnt von mir aus 2-1 gegen den KSC. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass der HSV in der Liga bleibt. Kommen wir jetzt zum Ende noch zum Pokalspiel, und zwar dem BVB gegen Wolfsburg. Das will ich eigentlich mit ein paar Freunden im Garten anschauen. Wir wollten es auf einem Beamer und einer Leinwand anschauen, aber irgendwie, ja, Beamer hat die falschen Anschlüsse und so, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das am besten machen. Egal, der BVB gegen Wolfsburg, was spricht für den BVB? Längereck steht wahrscheinlich wieder im Tor, und bisher hat der BVB noch kein einziges Pokalspiel verloren, wo Längereck im Tor stand. Wuhu! Ob Naldo bei Wolfsburg spielt, steht noch nicht fest. Schürrle wird wahrscheinlich bloß Joker sein und nicht von Anfang an spielen. De Bruyne wird wie immer natürlich spielen und Bastos. Aber ansonsten kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen über das Spiel. Also mit allen, mit denen ich bisher drüber geredet habe, sind der Meinung, es ist ein Pokalfinale. Natürlich wäre theoretischerweise Wolfsburg die bessere Mannschaft und die haben
eine viel bessere Saison gespielt, sind Zweiter geworden, waren auch die zweitbeste Mannschaft in der Bundesliga und sollten eigentlich als Favorit reingehen, aber gerade in dem Pokalfinale, der BVB war die letzten Jahre auch immer mit dabei. Und es gehen eigentlich alle von denen, die ich jetzt gehört habe, davon aus, dass es eine 50-50 Chance ist. Ich würde halt auch sagen, es ist sehr ausgeglichen. Wolfsburg hat vielleicht leichte Vorteile, aber wirklich nur ganz leichte. Ich hoffe natürlich, dass der BVB gewinnt. Ich hoffe, dass der BVB nicht direkt wieder in den ersten 10 Minuten oder noch schlimmer 5 Minuten, in den ersten 5 Minuten ein Gegentor kassiert. Die dürfen gerne eins schießen. Ich würde mich vor allem freuen, wenn es ein spannendes Spiel mit vielen Toren wird. Also ein ganz übertriebenes 5-4 für den BVB, wo von mir aus der BVB am Anfang 3-0 zurückliegt. Das wäre doch mal geil. Also es wird nicht passieren, aber es wäre richtig geil. 3-0 wäre vielleicht schon fast zu viel für mein Herz. Bin jetzt zwar kein Fan, falls die Frage wieder kommt, vom BVB, aber es ist einfach die Mannschaft, wo ich am meisten Sympathien für habe und wo zumindestens, ich sag mal, der Sprung von Sympathien zu Fan sein am kleinsten wäre. Also wenn ihr jetzt beispielsweise nach Dortmund ziehen würde, würde ich auf jeden Fall BVB-Fan werden im Laufe der Zeit. Das wäre mir jetzt schon klar. Der BVB ist auch der einzige Verein, von dem ich ein T-Shirt habe. Der einzige Bundesliga ist, von dem ich ein T-Shirt habe. Was aber vor allem daran lag, dass ich es optisch sehr cool fand, als sie damals nach Wembley ins Champions League Finale gegangen sind. Da haben sie halt so ein T-Shirt rausgebracht, da stand drauf Wembley Calling, habe ich auf Garantie ja schon mal in dem Blog gezeigt. Und das fand ich einfach optisch cool, deswegen habe ich mir gekauft. Wollte ich auch noch heute anziehen, fällt mir gerade ein, darf ich nicht vergessen. Mal gucken, ob ich es finde, dann lege ich es direkt mal raus, Moment. Ah, okay, ich habe natürlich nicht gefunden, wie man sieht. Was soll's. Ich würde sagen, damit können wir den Blog auch beenden. Der BVB soll gewinnen. Am besten spannendes, knappes Spiel. Von mir aus auch ein 4-4 oder sagen wir mal ein 3-3 Verlängerung. 6-6. Ja, 6-6, ich hab's gerade gesagt. 6 Tore in der Verlängerung. Halb ich im Detail, hallo, mach was draus. 6-6 in der Verlängerung dann. Und Elfmeterschießen gewinnt dann der BVB mit 16-15. Nehmt mich beim Wort. Ich möchte, dass ich ganz viel Geld gewinne, sollte das alles eintreten, was ich gerade eben gesagt habe. Dann ja, muss mir irgendjemand Geld von euch geben. Irgendjemand, der viel Geld hat. Ich würde ja wohl irgendein Millionär zuschauen, verdammt nochmal. Ich habe über 11.000 Abonnenten. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand davon Millionär ist oder Multimillionär und mir 100.000 Euro geben kann, wenn meine Prognosen eintreten, ist ja wohl wahrscheinlich. Also bitte, kümmert euch. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Daumen nach oben, wird man euch loben. Bevor ich dann halt in den Garten gehe, werde ich noch ein paar GTA 5 Videos aufnehmen, weil ich habe nur noch für morgen GTA 5 Video. Und ich weiß nicht, ob ich morgen in der Lage bin, ein neues zu machen oder mehrere. Deswegen will ich eigentlich heute noch ein paar aufnehmen. Das nochmal so als Randinformation. Dass ihr wisst, GTA 5 Videos sind momentan brandaktuell. Macht's gut, euer Paxis.